Aber mit dem Essen können wir es genauso machen. Da drin sind einige Vollwertkostbücher. Das habe ich jetzt einfach rüberlaufen und sich dann da in den Hollywood setzen. Ja, wir haben heute jetzt hier im Tiergartenviertel die, glaube ich, dritte Büchertelefonzelle im Raum Stendal eröffnet. Tiergartenviertel gehörte für mich einfach dazu. Natürlich musste hier auch so eine Büchertelefonzelle her, weil so wie sich das Gebiet in den letzten zwei, drei Jahren verändert hat, wie sich die Mieterstruktur verändert hat, da gehört natürlich ganz einfach jetzt auch so eine Bücherzelle her. Meine Vision ist dann, dass im Sommer dann die Leute hier draußen sitzen, die Mieter ein Buch in der Hand haben, sich hier wohlfühlen, vielleicht auch irgendwo einen Kaffee trinken. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und es drückt natürlich auch tatsächlich dieses verstärkte Sicherheitsempfinden hier aus, dass wir uns einfach trauen zu sagen, wir stellen die Zelle hier hin, wir stecken die Bücher da rein und hoffen, dass die natürlich auch genauso stehen bleiben, genauso weiter gut aussehen werden und dass es natürlich positiv angenommen wird. Nee, ich bin nicht. Im Moment hat er da keinen Kopf dafür, weil er den Bauch macht. Na klar. Tiergeschichten vom Ponyhof. Einer liest vor und die anderen liest.